Funktionen, weil das Bundesministeriengesetz ja geändert werden musste, sodass die einzelnen Aufgabengebiete dann so, wie sie auch geplant waren, geeint wurden, also Landwirtschaftsministerium, Tourismus, Regionen, alles musste neu sortiert werden. Deswegen noch ein zweites Mal, was irrsinnig spannend ist, weil Bärbel im Leben schon zweimal innerhalb von 2 Monaten angelobt. Beim ersten Mal war ich sehr nervös, muss ich gestehen, man will keinen Fehler machen, man weiß, möchte aber trotzdem auch als Persönlichkeit dort auftreten. Dieses Schwanken zwischen sich nicht selbst vor der eigenen Courage fürchten und trotzdem als Persönlichkeit aufzutreten, das steht einem dann schon in die Sicht geschrieben. Also Leute, die mich gut kannten, haben gesagt, wir haben gesehen, wie herausfordernd das für dich war. Das zweite Mal, muss ich gestehen, war es echt super, weil das zweite Mal wusste ich genau, was auf mich zukommt. Das zweite Mal war weniger Presse dabei und das zweite Mal war daher eine sehr, das noch einmal erleben zu dürfen, wie in einem Film, und eben Christus Murmeltier, noch einmal, das war schon eine Geschichte, die ich toll fand irgendwie. Ja, und du bist ja dann wirklich sofort umgehen. Du hast zwar eben kein Büro gehabt, das haben wir gewusst. Und wir haben telefoniert und sagt sie, du hast eben nicht einmal ein Handy. Ich telefoniere mit meinem Privathandy. Und ja, also das war der Antrieb. Dann sind gleich die Krisen auf dich zugekommen. Wir haben einerseits den Ukraine-Krieg, wir haben aber auch den Arbeitskräftemangel im Tourismus. Wir haben das Thema Klimawandel, wir haben eigentlich sind wir ja in einem Transformationsprozess auch im Tourismus. Wie schaut heute dein Arbeitsalltag aus? Und was sind für dich jetzt die 3 wichtigsten Themen? Also der Arbeitsalltag ist so, wie er vorher noch nie war. Ich habe zwar immer viel gemacht, aber so wie es jetzt ist, mit diesen relativ intensiven Terminabfolgen jeden Tag. Und ich brauche auch Vorbereitungszeit, das heißt, es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich meinem Team auch erklärt habe, der kann sich nicht von einem Termin zum nächsten hetzen und mir die Unterlagen 5 Minuten vorher geben. Ich bin nicht der Typ, der einfach nur vorliest. Die können mittlerweile alle ein Lied davon singen. Ich kriege jetzt schon die Unterlagen eine Woche im Voraus und am Wochenende arbeite ich sie da durch und bitte noch um Ergänzungen und lerne die Dinge teilweise auswendig oder spreche sie mir so an. Es ist, wie wenn man jeden Tag ein paar Prüfungen hätte. Ich meine, viele Themen habe ich in- und auswendig, aber trotzdem muss man sich immer wieder aufs Neue, je nachdem, was für ein Termin es ist, entsprechend einstellen. Das heißt, das ist doch eine ziemliche Herausforderung. Dazu kommt, dass man von einem Termin zum anderen ja immer wieder seine Persönlichkeit hochfahren muss. Wenn der Termin vorbei ist, fahrt man sie wieder ein bisschen runter. Das ist nicht unanstrengend, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Man kriegt immer mehr Routine und man hat ja Routine, wenn man so viel wie wir zwei schon gemacht haben, macht. Aber wenn man wirklich ins Staccato und man hat eben in dieser Position sehr viele Termine mit Menschen, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Und man muss überall sich überlegen, was erwartet der jetzt von mir und wie kann ich das so präsentieren, dass der sich denkt, okay, das ist ein Mehrwert für ihn, dass ich bei ihm war. Oder ich habe meine Dinge so gebracht, dass ich sie durchsetzen kann oder dass ich für die Branche was erreichen konnte. Das ist eine ziemliche Anstrengung und Herausforderung. Ich will mich jetzt immer mehr dran, ich sehe schon, wo ich meine Freiräume schaffen kann, dass ich diese Luft, die ich brauche, um mich vorzubereiten, so wie ich meinen Anspruch an mich selber stelle, dass das funktioniert. Ich weiß, du weißt genau, wovon ich spreche, du machst das sicher genauso. Also ich gehöre sicher nicht zu den Politikern, die einfach die Dinge runterspulen. Was sehr spannend war, war mitzubekommen, wie sind die Dynamiken in den Ministerratssitzungen, wie sind die Dynamiken in den Vorbesprechungen zum Ministerrat, wann kann ich was sagen, in welcher Form kann ich was sagen, was kann der Staatssekretär sagen, wenn der eigene Minister anwesend ist, was kann er nicht sagen, wenn der eigene Minister anwesend ist, weil ich ihn vielleicht sonst in seine Verantwortlichkeit hineingrätsche und er will das gar nicht. Wann ist der Kanzler bereit, einem Staatssekretär auch zuzuhören? Wie leger ist das wirklich in diesen vorbereitenden Sitzungen, wo es lockerer zugeht? Wo kann ich mir Allianzen holen, wenn ich etwas durchsetzen möchte? Wie kann ich mich da bewegen? Das ist etwas, du hast nicht viel Zeit, du musst das sehr, sehr schnell merken. Ja? Und wenn man aus der Unternehmerschaft und nicht aus der Politik kommt, hat man ja dann eine natürliche Barriere, die man mit Politikern
sich traut umzugehen oder auch nicht traut umzugehen. Der Vorteil ist, es sind alle plötzlich bei du mit dir und du kannst mit jedem einen Termin machen, du kriegst das viel schneller. Aber es ist schon so, dass du dir deinen Platz jeden Tag als Neuer kämpfen musst, auch wenn sie dich liebevoll aufgenommen haben, wenn ich das so sagen darf. Ja, es ist eine starke, große Herausforderung, die du auf dich genommen hast. Die Transformation im Tourismus, die uns schon sozusagen hier schon eigentlich am Laufen ist, ist eigentlich ein, lass mich es nicht umschreiben, es ist fast das wie ein Bouquet an Herausforderungen. Wie siehst du ein bisschen so den Ausblick, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, in die nächste, was heißt Zukunft? Wir reden ja fast nur noch von Monaten, aber lass uns einmal so das nächste halbe Jahr im Tourismus vorausschauen. Ich würde dir noch drei Antworten. Was sind die drei wichtigsten Themen, mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen? Reis, wahrscheinlich sogar zu kurz gegriffen. Wir haben natürlich das ganze Thema Arbeitsmarkt und Zukunft des Arbeitsmarkts im Tourismus. Wir haben das ganze Thema Energie und Teuerung, wie wir da durchkommen. Und wir haben das ganze Thema Nachhaltigkeit, weil wir da ja auch extrem getrieben sind im Tourismus, unsere Wege in die Nachhaltigkeit auf allen drei, in allen drei Dimensionen zu finden. Und das baut eigentlich auch auf eine zweite Frage von jetzt eben auf, wie schaut die Zukunft aus? Also wogegen, wir haben gerade jetzt die Tage das Thema Energiekostenzuschuss und Zustimmung des Koalitionspartners extrem gehabt und aus dem heraus kann man auch ableiten. Ich war jetzt gerade in Kroatien bei einer Tourismuskonferenz, wo einige andere Tourismusminister aus dem mediterranen Raum dabei waren und der Chef, also der CEO des European Travel Council, EDC, der Santander, hat eine wirklich gute Rede gehalten. Er hat gesagt, wir are in a festival of crisis, also wir sind in einer multiplen Krisensituation, wo du nicht weißt, wo du Stabilität finden kannst. Deswegen suchen alle die Stabilität in den Förderbeträgen, die aber die Regierung auch nicht ewig geben kann. Aber es braucht eine neue Widerstandsfähigkeit und ein völliges neues Verständnis von dem, wie wir Tourismus denken in Bezug auf, wie kannst du flexibel auf völlig neue Umstände zugehen. Wir haben jetzt einmal kurzfristig sicher, wie kommen wir durch das Jahr 2023 und ganz kurzfristig, wie kommen wir durch den Winter. Bei den Calls, die wir jetzt hatten, im Moment ist es noch so, dass die Reiselust aus unseren Herkunftsländern da ist. Die Vorausbuchungen habe ich jetzt auch heute wieder bei einem Call mit Kärntner Kollegen gehört, sind gar nicht so schlecht. Also im Grunde genommen sind alle eigentlich nicht euphorisch, aber sie gehen mit einer gewissen Sicherheit und Zufriedenheit in die Wintersituation hinein. Die Frage wird sein, und das ist auch die Forderung unsererseits, es kann der Staat nicht permanent in das Wirtschaftsgeschehen so eingreifen, dass wir limitiert werden in der Art und Weise, wie wir unsere Betriebe führen oder unsere Branche leben. Ja, jeder ist sich bewusst, dass er so viel wie möglich Energie einsparen wird müssen, weil es auch kostentechnisch ein Riesenproblem geworden ist. Aber in Wirklichkeit kannst du nicht permanent jemanden vorschreiben, nach zwei Jahren Corona, wo wir Lockdowns hatten, uns vorgeschrieben wurde, wie viele Leute in einem Raum sein dürfen, wann du was für eine Maske tragen musst, wann du einen Betrieb betreten und wann du nicht betreten kannst. Das kann in Zukunft nicht sein. Ja? Und wir müssen diese Krisen, so wie sie jetzt auch sind, so durchgehen können, dass wir die unternehmerische Selbstverantwortung vorne hinstellen und nicht Überlegungen, die teilweise auch, ich sage das jetzt nicht wertend und negativ, aber ausverständlich ideologisch geprägt sind, das freie unternehmerische Gestalten einschränken. Also wir müssen wirklich auf der einen Seite der Politik klar kommunizieren und ich nehme mich da eigentlich als, wenn du so willst, Staatssekretärin, Koordinierungsplattform für die Branche nicht aus. Wir müssen diese Message transportieren. Wir müssen aber auch die Selbstverantwortung in die Unternehmen hineintragen. Bei Energie, wo es um Geld geht, ist es ganz einfach.
beim Arbeitsmarkt ist es wieder schwieriger. Ja. Allen unseren Kollegen zu erklären, dass Führungsverantwortung und Führungskultur heute für die Generation XYZ sich anders darstellt, als das viele in den letzten 40 Jahren gelernt haben, das ist manchmal eine echte Herausforderung. Das ist ja schwer. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir diesen Winter so gut wie möglich rüberkriegen. Wir hoffen alle, dass es zu keinem Lockdown durch Hintertüren, durch Abschaltungen kommt, was natürlich im Raum steht. Covid, denken wir, wird kein großes Problem mehr sein. Und dann müssen wir schauen, wie wir dieses Jahr 2023 mit den Teuerungen und mit den Anforderungen das ganze Energiethema irgendwie bewältigen. Die Märkte sind gar nicht das große Problem. Und wir wissen auch, das sage ich jetzt nur noch abschließend, das große Problem Europa, das Europa hat. Das existiert ja weltweit nur bedingt. Es gibt genug Energie weltweit, es gibt genug Energie zu akzeptablen Preisen und es gibt Teuerung da und dort, aber de facto die Reiselust ist weltweit da und die ganze Welt reist. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir in Europa uns nicht in ein Eck reinmanövrieren, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Und das heißt, wir müssen so frei wie möglich agieren können, weil die Unternehmer, bin ich überzeugt, schleppen das irgendwie weiter, ohne dass Europa quasi letztlich mit dem Rücken zur Wand steht. Ich glaube, das ist, den Applaus hast du jetzt verdient. Weil selbst für mich als Unternehmerin, das ist gerade eine Rolle, für die wir da sitzen, sehr viele Unternehmerinnen, die heute da sind, und ich glaube, selbstbestimmt ist für uns wichtig, ist auch, wir wissen, Verantwortung auch zu nehmen. Wir wissen, dass wir Verantwortung haben, aber bitte selbstbestimmt. Und ich weiß, da haben wir an vorderster Front mit dir die Richtige. Wir tauschen uns laufend aus und ich kann dann sagen, du kriegst unsere ganze Kraft mit, damit du das auch so weiterträgst und auch die Rahmenbedingungen. Geht das nicht. Natürlich musst du gut in der Organisation davon hier sein, weil sonst kann er seinen Teil auch nicht so leben. Das heißt, ohne ein Au-pair-Mädel oder ein Kindermädel oder eine gute Bedienerin geht es nicht. Da muss meine Bedienerin, die meine Kinder aufgezogen hat, jetzt seit über 30 Jahren, die auch alleinerziehende Mutter ist. Aber grundsätzlich braucht es alle in der Familie, die das mittragen, sonst geht es nicht. Ja, also, dass der Mann sagt, ich kann es machen, was du willst, aber ich gehe meinen Weg und schaue, wie du es organisierst, wie das ein bisschen bei meiner mittleren Tochter der Fall ist, ist für viele junge Frauen noch immer eine Herausforderung. Wir haben eigentlich, ich habe zwei eigene Kinder und das dritte Kind, das ist der ersten Ehe von meinem Mann, also eigentlich meine unsere, weil ich habe aus meiner ersten Ehe ein Kind mitgebracht, er hat aus der ersten Ehe ein Kind mit und ich habe. Wir haben gemeinsam einen Sohn, die sind aber jetzt wie gesagt alle erwachsen, der jüngste ist über 30. Es hat alles nur funktioniert, weil es ein Commitment in der Familie gab, dass das so gelebt wird. Ansonsten brauchst du sehr, sehr viel Organisationstalent. Organisation ist das halbe Leben in dem Zusammenhang. Und ich muss dazu sagen, ich habe immer viel nebenbei gemacht. Ich habe immer Hunde gehabt und ich habe immer ein Islandpferd gehabt. Ich habe Turniere gerichtet und war auch im internationalen Islandpferdeverband für, ich weiß nicht, was alles zuständig, inklusive Kassier. Also ich war immer gewohnt, alles zu organisieren und die Familie hat es immer mitgetragen und trotzdem, meine Kinder sind, die können gut kochen, weil ich koche sehr gerne und wir haben sehr viel und intensiv gekocht, auch am Wochenende zu Hause. Und sind alles entzückende Menschen geworden, die sehr selbstreflektiert sind. Weil das Wichtigste, was man den Kindern mitgeben kann, ist, dass sie immer sich selbst reflektieren. Also das ist so lustig, wenn wir ein Problem haben, dann erzählen sie mir schon oft nicht das Problem, sondern warum es das Problem gibt und wie man das lösen kann. Ja? Und diese Selbstreflexion ist wahnsinnig wichtig, weil das ist die Chance, sich selbst aus den Problemen rauszuziehen. Und das haben sie mitbekommen und das geben sie auch teilweise jetzt schon ihren Kindern mit. Und sie haben das Thema Leistung, ist für mich auch ein wichtiger Punkt, ja, weil das jetzt so intensiv bei der jetzigen Generation schwierig ist, gerade für uns, also ich kann es aus dem Tourismus sagen, aber weil ich auch letztens von einem Journalisten gefragt wurde, ob die Menschen jetzt faul geworden sind, sage ich, ich würde nicht sagen, dass sie faul geworden sind, aber wenn ich nicht den Wunsch nach Leistung und wie ich Leistung erbringe als Elternteil meinen
Kapitel, dann wissen die gar nicht, nach was die streben sollen. Dann wissen die überhaupt nicht, was Leistung bedeutet. Und Leistung kann auch was Schönes sein. Ich habe immer gern was geleistet. Eine andere Frage jetzt. Was machst du am Freitag? Also, neben dem, dass wir am freien Tag immer einkaufen gehen, damit der Haushalt funktioniert, weil es ja nicht während der Woche wenig Zeit hast. Ich habe noch immer jetzt wieder seit vielen Jahren ein Islandpferd. Ich gehe mit meiner Freundin im Machfeld ausreiten. Oder mit meinem Mann manchmal Golf spielen, wenn es sich ergibt, aber das macht man eher mehr im Urlaub. Ich tue extrem gerne viel lesen. Also ich lese irre viele Romane und Bücher, alles aber digital. Also wir haben zwar viele Bücher zu Hause, aber das meiste lese ich digital, weil ich es machen kann, wo ich will, oder ich koche mit Leidenschaft, weil ich in einer Küche groß geworden bin. Und was mache ich sonst noch an einem Freitag? Nicht wandern gehen. Weil ich da alle Frauen, die sagen, mit mir wandern, ich sage, du kannst mit mir alles kochen, bitte nicht wandern gehen, weil das ist für mich wirklich eine echte Herausforderung. Also dann werden wir die auf die Berge zum Wandern nie begrüßen können, aber dann sag mal trotzdem bitte deine Lieblingsdestination, wenn du auf Urlaub fahren möchtest. Oder das ist jetzt eine sehr heikle Frage. Weil als Tourismusstadt sind wir werden und man sagt, ich will am liebsten an einem österreichischen See sein oder am liebsten an einem österreichischen Berg oder ich weiß nicht was. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, erstens, wir haben ein Haus in der Toskana, in dem ich sehr gerne, den ich liebe, die Toskana, ich liebe Italien, also wann immer es geht, fahren wir hin. Jetzt ist im Moment ist es schwierig, jetzt reduziert sich es auf das ein oder andere Wochenende, aber früher sind wir wochenlang dort gewesen. Wir haben es seit 4 Jahren, das war das Haus von Hugo Bortisch und ich habe es renoviert und wir sind dort wirklich gerne und die ganze Familie dort. Aber wir fahren seit 30 Jahren nach Mauritius, lieben Mauritius oder Südostasien, weil wir sehr viele Freunde Österreicher, die in Bangkok leben und so haben und alles gereist haben. Also Lieblingsdestinationen Südostasien, ab und zu, weil diese andere Kultur einen wieder weiter bringt. Durch die Geistekraft entsteht ja durch die unterschiedlichen Dinge. Mauritius, ich traue mich aber nicht mehr hinzufahren, weil wir schauen was aus. Und wenn ich wieder den Job vorbei habe, dann kann ich wieder hinfahren. Und sonst versuche ich es mit der Toskana. Ja, in der Toskana bist du ja nicht nur auf Urlaub dort, sondern du hast dort Olivenbäume. Und ich weiß auch immer, wenn einer telefoniert, immer am Wochenende. Dann kommst du, hast du gerade gekocht oder gehst gerade kochen, hast du auch einen eigenen Wein, produzierst du Wein auch, weil dein Olivenöl habe ich schon genossen, das kriegt man, kann man auch in den Loisian Hotels kaufen, ist sehr gut. Aber wie schaut es beim Wein aus, bist du Weinbauern auch? Also wir haben dort einen Wein, wir produzieren ca. 450 bis 500 Liter, das ist der sogenannte Hauswein. Den kann man nur trinken, wenn man viel im Sommer, wenn man viel Eiswürfel reingibt. Aber es ist ganz leicht, mein Mann zwingt ihn alle auf. Alle müssen Hauswein trinken, wenn sie dort sind. Ich habe meinen Weinbauern in der Toskana, ich hole mir dann den Rotwein von dem. Ich möchte ein bisschen was Festeres. Ja, heuer ist das erste Jahr, dass ich nicht bei der Weinernte dabei sein kann. Wegen meiner Verantwortung hier, aber Opfer für die Politik. Aber ich möchte zur Olivenernte runterfahren, weil wir helfen immer alle mit und das sind 900 Olivenbäume, das ist relativ viel Arbeit und jeder hilft damit. Deswegen wäre ich sicher irgendwann Ende Oktober für ein verlängertes Wochenende zur Olivenernte runterfahren. Aber es ist richtig, in der Toskana ist es nicht wirklich Urlaub, weil wir haben immer das Haus voller Gäste und dann muss ich schauen, muss ich alles organisieren, kochen, unterhalte und so weiter. Und ja, von dort aus arbeiten. Ich habe mein erstes Ziel-2-Interview von dort gegeben. Da haben wir gedacht, okay, wieder, wie viel Courage brauchst du? Der Hugo Bortisch war so ziemlich an dem Wochenende gerade bei uns. Und ich habe gedacht, okay, der Hugo hat das so oft gemacht, das muss auch mir möglich sein. Ich darf mir gar nicht viel überlegen. Ich habe mir gerade noch schnell den angewaschen und habe mich dazu geschaltet und habe halt bestmöglich die Antworten gegeben. Und seitdem fürchte ich mich vor Ziel-2 nicht mehr. So. Dann sage ich jetzt schon mal Danke, aber eines, die
gibt es immer ganz zum Schluss diese Frage. Welche drei Wünsche hast du? Der erste Wunsch wäre, weil ich in einem Alter bin und auch mein Mann in einem Alter bin, wo jedes Jahr dankbar angenommen werden muss, weil wir alle wissen, du spürst das Ablaufdatum viel mehr. Ich wünsche mir, dass wir noch lange zu zweit dieses Leben, das wir jetzt haben, führen können. Ich wünsche mir, dass alle in der Familie gesund bleiben, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich wünsche mir, dass das Universum mir immer zeigt, wo ich gehen soll. Weil das habe ich gelernt, wenn ich ein bisschen aufs Universum höre, dann ist immer der richtige Weg vor einem, auch wenn man im ersten Augenblick ist. Ich glaube, das ist ganz auch ein wunderschöner Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch, dass wir so offen miteinander diskutieren haben können. Aber auch unsere Damen, die alle heute da sind, meine Fragen sind, dann würden wir jetzt aus dem Buch.